vielstellige Dezimalzahlen sind leider manchmal nur schwer lesbar. Sind das jetzt 371.000 oder 37.000? Deswegen darf man gemäß DIN 1333 ausgehend vom Dezimalkomma Gruppen von je drei Ziffern nach links und rechts abtrennen. Dazu nutzt du ein Leerzeichen. Damit die Zahl am Zeilenende nicht umbricht, besser ein geschütztes Leerzeichen. Zu tippen mit der Tastenkombination Steuerung, Hochstell- und Leertaste. Punkt oder Komma sind verboten, denn die könnte man allzu leicht mit dem Dezimaltrennzeichen verwechseln. Diese Dreierblockgliederung macht Zahlen besonders dann übersichtlich, wenn sie in Kolonnen untereinander stehen. Also beispielsweise in Tabellen. Dazu musst du die Zahlen zunächst rechtsbündig formatieren. Und damit die Dezimalkommas auch wirklich untereinander landen, rechts mit Nullen auffüllen. Soll man die Nullen am Ende nicht sehen, änderst du als Workaround die Schriftfarbe auf weiß. Einzelne Zehntausendstel, Zehnmillionstel und so weiter isoliert man normalerweise nicht. Wenn die Zahlen aber wie hier im Kolonnensatz gesetzt werden, dürfen sie alleine stehen. In Kolonnen kannst du übrigens auch Achsenbeschriftungen von Graphen anordnen, wie beispielsweise hier in logarithmischer Skalierung.